Servus zusammen zu unserer Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonntag gegen den Karlsruher SC. Vorab nochmal die Info, dass die Geschäftsstelle nächste Woche von Montag bis einschließlich Mittwoch geschlossen ist. Wir ziehen um, künftig dann unter erreichbar unter der Kronacher Straße 154, ab Donnerstag dann auch wieder per Telefon und Mail. Montag bis Mittwoch sind wir auch per Telefon und per Mail nicht erreichbar. Ansonsten erwarten wir am Sonntag 11.000 Zuschauer bei uns hier im Stadion am Laubenweg. Und auch nochmal der Hinweis, die Stradivia Summit im ganzen Stadion für die Flüchtlingshilfe der Caritas, also auch ein guter Zweck, vielleicht könnt ihr da auch nochmal drauf hinweisen. Schiedsrichter ist Thorsten Kinhöfer, der kommt bekanntermaßen aus Herne und ich darf den Trainer begrüßen und Frank, dich gleich um dein Statement bitten. Dankeschön. Zur personellen Situation, der Toni Bledel macht Teile des Trainings wieder mit, aber fürs Spiel reicht es noch nicht. Da sind wir sehr zuversichtlich, dass es nach der Länderspielpause wieder geht. Genauso wie beim Scholt Kortschmar, der jetzt am Laufen ist und die Belastung sukzessive gesteigert wird. Auch schon ein bisschen am Ball ist, aber wie gesagt noch nicht so, dass man am Wochenende mit ihm rechnen könnte. Der Marco Rojas hat im Spiel der U23 so ein bisschen eine Rippe geprellt bekommen. Hat jetzt bis jetzt noch nicht trainieren können, jetzt müssen wir gucken, ob es morgen dann geht und dann entscheiden wir darüber, ob er da mit im Kader ist oder nicht. Florian Mohr, der Wolle, der Flecki und der Illi sind bekanntermaßen, stehen die noch nicht zur Verfügung. Zum Spiel selber, mit Karlsruhe erwartet uns ein Gegner, der schwer zu bespielen ist, der ein super Umschaltspiel hat. Das ist die absolute Stärke, das ist die Waffe dieser Mannschaft, dass sie eben sehr schnelle Leute haben, die auf direktem Weg aus der Balleroberung den Weg zum gegnerischen Tor suchen. Und das heißt für uns natürlich, dass wir da immer auch eine gute Sicherung auch hinter dem Ball haben müssen, dass wir sehr geordnet spielen müssen dadurch. Aber wir wollen natürlich auch Druck ausüben. Wir wissen, wenn man Karlsruhe kann man nur in Verlegenheit bringen, wenn man richtig Druck ausübt, wenn man richtig konsequent Richtung gegnerisches Tor geht. Und das werden wir versuchen. Immer natürlich mit dem Hintergedanken, dass du eine entsprechende Kontersicherung auch hast. Ja. Danke. Zeit für eure Fragen. Wie immer bitte ein kurzes Handzeichen. Florian Pöhmann. Ist womöglich dann am Sonntag hauptsächlich die richtige Balance gefragt von deiner Mannschaft? Also weder in die eine noch in die andere Richtung zu viel oder zu wenig zu machen? Ja, ganz sicher. Also da muss man auch an die Geduld in der Truppe appellieren. Ja, wir haben natürlich schon viele junge Spieler, die dann auch offensiv da auch mal mit dem Kopf durch die Wand wollen. Wenn man das mit Anlauf tut, dann ist es okay. Aber man darf nichts erzwingen gegen den Gegner, weil es ja einfach, wie gesagt, aus diesen Balleroberungen, die sie dann selber haben, auch in der einen Hälfte einfach wirklich unheimlich schnell zum gegnerischen Tor gehen. Und deshalb, ja, da braucht man gewisse Balance, da braucht man gewisse Geduld innerhalb der Truppe. Trotzdem will man natürlich torgefährlich werden. Und vielleicht brauchen wir auch ein kleines bisschen Geduld seitens der Fans. Ich glaube, das wird auch wichtig sein. Es muss jedem bewusst sein, sowohl den Spielern als auch dem ganzen Umfeld muss es bewusst sein, dass Karlsruhe das einfach richtig gut macht. Nico Gehlef. Jetzt gleicht ja eure Saison so ein bisschen immer so ein Auf und Ab, fast schon eine Art so Wundertüte, man weiß immer nicht so wirklich, was man von euch erwarten kann. Also was kann man denn gegen den KSC erwarten? Und du hast es ja immer wieder angemahnt, die Konstanz, die geht euch ein bisschen ab. Das mit der Wundertüte wäre mal gut, wenn es irgendwann mal nur in die positive Richtung geht, oder? Oder wie kann man das...
Ja, natürlich möchte man da konstant werden und konstant gute Leistung anbieten. Wir sind ja nicht die Einzigen, denen es so geht. Das muss man auch dazu sagen. Ja, also es sind ganz wenige jetzt auch in der Liga, die da so gefestigt sind, dass sie über 8, 10, 12 Spieltage hintereinander super Leistungen bringen und die entsprechenden Ergebnisse einfahren. Ja, wir gucken trotzdem auf uns selbst, wir bleiben auch bei uns. Und was man von uns erwarten kann, ist, dass wir einfach alles investieren, ja, auch alles an Mut investieren zum gegnerischen Tor, dass wir auch sehr konsequent verteidigen, das haben wir jetzt auch gesehen in allen Spielen, ja, dass das einfach die Basis ist, ja, dass man da gut steht und alles, was so Hurra die Bohne, schauen wir mal, was rauskommt, da ist glaube ich noch keine einzige Mannschaft gut damit gefahren. Ja, sondern diese Mannschaft, wir brauchen einfach eine gewisse Stabilität, sind wir noch ein bisschen auf der Suche, hoffen wir, dass wir im nächsten Spiel den nächsten Schritt machen, um einer gewissen Konstanz näher zu kommen. Flo. Du hast neulich mal im Fachmagazin Kicker den Aufstieg, wenn auch nicht offiziell, aber man kann es doch zwischen den Zeilen doch deutlich rauslesen, erstmal abgehakt. Kann man dann solche Partien wie den KSC oder auch die nächsten Partien noch bis zur Winterpause so als Reifeprüfung, wohlgemerkt Woche für Woche, für deine Mannschaft sehen? Ja, ich glaube, dass man das schon so sehen kann. Also der Verlauf bislang hat es einfach gezeigt, dass wir sehr gut daran tun, bei den nächsten Aufgaben zu bleiben. Ja, jeder bei seinen Aufgaben auch. Ja, und uns auf das einzustimmen. Ja, und nicht immer aufs große Ganze zu schielen, ja, und zu träumen. Ja, das konnten wir halt bis jetzt einfach nicht nachweisen. Wir haben sicherlich richtig tolle Spiele gemacht. Ja, und wir haben auch Spiele dabei gehabt, die waren einfach richtig schlecht auch. Ja, und wir müssen gucken, dass wir da Konstanz in die Leistungen bringen. Und nicht gucken, wer wo wie weit weg ist und sonst noch was. Gar nichts. Wir müssen auf den nächsten Gegner und was gucken und da, was wir da zu tun haben. Alles andere, das vernebelt einfach den Blick. Ja, und wenn wir eben damit nicht so gut gefahren sind, oder der eine oder andere oder wie auch immer, dann muss man es anders angehen. Und da bleiben wir ganz bei uns und das, was wir beeinflussen können. Martin. Flo. Das ist die gleiche Frage. Personell noch zu Goran Cukurlu, der hat gestern aussetzen müssen mit einer dezenten Rippenprellung. Konnte er heute wieder trainieren? Wie schaut es für Sonntag aus? Ja, also konnte er heute trainieren. Ich gehe mal davon aus, dass das okay ist für Sonntag. Das Spiel bei Union war ja ganz ordentlich. Wie nah kam das an die Idealvorstellung hin, kämpferisch? Also Sie haben gesagt, die Basics waren da. Wie nah war das an Ihre Idealvorstellung dran? Also die Basics waren komplett vorhanden, was die Einsatzbereitschaft betrifft, das Zweikampfverhalten betrifft. Ja, das sind Basics, die muss man immer voraussetzen können und das tun wir auch nur. Klar, wenn man sich auf die besinnt, dann hat man eine Grundlage, dass wir im Fußballerischen, gerade was die Ballsicherheit betrifft und das Offensiv, das Ausspielen der Konter auch betrifft, da ist ja eine Menge Luft nach oben und da sind wir ja nicht die Einzigen, die da permanent auch dran arbeiten. Und ich weiß gar nicht, ob man eine Idealvorstellung braucht man natürlich. Ja, aber ich weiß gar nicht, ob schon jemals ein Trainer rausgegangen ist und gesagt hat, genau das war meine Idealvorstellung. Ich glaube, das darf gar nicht so sein. Ich glaube, man muss immer noch Punkte haben, wo man sich verbessern kann. Und wenn man sich einfach nur flexibler macht. Jetzt kam ja gerade der Name Cukurlu. Gibt es überhaupt einen Grund, die Mannschaft zu ändern nach dem Unionsspiel, nachdem das ja gut geklappt hat? Ich meine, er war bisher immer mit dabei. Kann es sein, dass der diesmal auf der Bank Platz nehmen muss? Also er war ja, in Union hat er gefehlt, weil er gesperrt war. Die Jungs, die haben das wirklich richtig gut gemacht. Da gibt es gar keine Frage. Und dennoch weiß jeder, dass der Goran eine wichtige Stütze bei uns auch im Spiel ist. Deshalb werden wir da morgen mal in aller Ruhe noch die Trainingseinheit abwarten und dann schauen, wie wir das dann für Sonntag aufstellen. Philipp Seid. Gegen Union gab es eine Systemumstellung.
spricht ja jetzt einiges für, dass man so weitermacht, wo es geklappt hat, oder war das in letzter Konsequenz dann auch den Ausfällen bzw. der Sperre geschuldet? Ja, da spielen immer alle Faktoren eine Rolle. Ja, dass wir das so können, ja, dass es klappen kann, das haben wir gezeigt. Ja, ich habe die ganz große Systemumstellung nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ja, du hast einen beweglichen Offensivspieler, ja, und du hast einen, der etwas mehr vorne in der Spitze bleibt. Ja. Das sind die zwei vorne. Und ob man dann sagt, das sind zwei Stürmer, ob man sagt, das ist ein Stoßstürmer, ein hängender Stürmer, ob man sagt, das ist ein Zehner, ein Stürmer, ich weiß nicht. Das am allerbesten ist, wenn man sich permanent im Spiel fragt, was machen denn, welche Position spielen denn die zwei da vorne? Ja? Wichtig ist, dass sie in der Offensive sich bewegen und torgefährlich werden wollen. Ja? Wie sie das anstellen, da hat jeder so seine Art. Also deswegen stellt sich die Frage, ob wir da so wahnsinnig viel umgestellt haben. Wie weit ist Flo Trinks jetzt schon wieder? Ist er ein Kandidat vielleicht sogar für die Startelf oder ist das noch zu weit weg? Ja, der Flo, der ist von Haus aus einfach immer sehr robust, was das Körperliche betrifft. Das heißt, der hat da nicht so wahnsinnig viel Spielraum, den er da aufarbeiten muss, sondern der ist jetzt da seit 2 Wochen oder wie im Training. Ja, deswegen ist er ein Kandidat, der da eine Rolle spielen kann. Ja, auch klar, dass die anderen, die das jetzt die letzten Wochen auch mit durchgetragen haben, dass die jetzt trotzdem natürlich einen kleinen Schritt weiter sind. Das ist ja auch normal, die haben einfach einen Rhythmus. Ja, und das kann der Flo noch gar nicht haben, weil er einfach da einige Wochen raus war. Ja, aber Flo ist einer, den kannst du wirklich nachts wecken und kannst sagen, komm, hopp, wir machen ein kleines Spiel, dann ist der da auch dabei. Gut. Dann sagen wir vielen Dank fürs Kommen. Schönen Freitag, angenehmes Wochenende bis Sonntag.